Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zum PC Building Simulator auf meinem Kanal. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass doch dem Video ein Like da, schreib etwas in den Kommentar oder lass dem Kanal ein Abo da. Ich freue mich darüber. So, und wir sind auch schon wieder da. Der da hat 3D Mark überstanden. Den haben wir repariert. Und ich habe schnell die Story gelesen. Der Tim, also unser Vorgänger, hat diesen PC gebaut und hat dann natürlich die Wärmeleitpaste vergessen. Hatten wir ja noch nie. So, und da mussten wir nur Wärmeleitpaste ersetzen. 150 Euro Arbeit. Für das, dass der von Anfang an schlecht war, ja, nicht gerade perfekt. Und wir haben hier tatsächlich die 4070 Punkte erreicht. Unglaublich. Dass man das perfekt erreicht. Naja. So. Es fehlt noch der Virenscan. Den habe ich da ganz vergessen. Denn anscheinend hat der PC auch noch so Probleme. Ich bin gespannt, ob das da den Unterschied macht. Muss der jetzt nochmals den Test machen? Ne, wahrscheinlich, wenn man an der Hardware nichts verändert, dann nicht. Nehme ich an. Weil die letzte Zahl wird ja auch immer gespeichert, so gesehen. Oh ja, da hat er einiges an Viren gefunden. So. Da kommt wieder unser Lieblingssong. Der Ghetto-Song. So. Und dann hier die Wand drauf. Ja, es ist ein schönes Gehäuse. Wäre mir ein bisschen klein. Und ein bisschen, ja, speziell von der Aufhängung halt. So. Raus mit dem. Und dann noch den letzten wieder reinholen. So. Jawohl! Aus bescheidenen Anfängen. Errungenschaft freigeschaltet. Ich glaube, Level 6 vielleicht. Oder wegen der perfekten Zahl. Ich glaube, das haben wir schon mal geschafft, die perfekte Zahl. Das gibt nämlich auch eine Errungenschaft. So, super. So, was ist der da gewesen? Das ist PSU ersetzen. Machen wir den eben schnell. Also, so schnell geht's auch nicht. Weil ja natürlich jedes Kabel irgendwo noch verbunden ist. Ne, den nicht. So. Ja, da habe ich es geschafft. Nur noch das weg. Und dann kommt das da schneller raus. So. Das können wir verkaufen. Das bauen wir wieder ein. Hat der Christoph auffällig, hat noch was geschrieben. Oh ne, der möchte Kunststoff-Blaukabel. Dann wartet er halt noch einen Tag länger. Kein Problem. So, wir gehen da mal auf Kabel. Da, Kunststoff blau. Kostet halt auch extrem viel. Da gibt es noch so viel Verschiedenes halt. Was kommt denn noch dazu? Okay, der wartet noch einen Tag länger. Kein Problem. So, das ist der mit dem Festplattenspeicher. Und da ist das Problem, dass wir immer eine kleine reingemacht haben. Und aus diesem Grund gar keine Plätze mehr frei sind für weitere Festplatten. Ich habe das, aber das Problem gelöst, indem ich nämlich dafür... Alter, ist das... Es überlappt alles hier. Ich habe große Festplatten... zugelegt. Hier, 4. So. Da ist ja 500 drin. Und da drin ist auch noch irgendwas drin. Ah, man muss da drin... So, und jetzt kann ich da drauf. Ah. Ja, wenn man es natürlich falsch macht.
So, und wenn ich Glück habe, dann reicht der 3. Nee, reicht nicht aus. Dann ist die andere auch der 500er halt. Ah, ist das mühsam hier. Ich habe aber nichts anderes. Also baue ich hier die 3er ein, doch, trotzdem. Und dann müssen wir vorne auch noch aufmachen. Ja, ein schnelleres Schraubentool wäre auch mal was. Also wir haben ja langsam ein bisschen Geld übrig. Dass wir irgendwie da sinnvoll nutzen könnten. Ja, ist leider auch 500er. Es gibt ja da bestimmt nicht noch einen Slot, wo man eine reinlegen kann, oder? Ja, passt oder passt nicht. Steht da. So, jetzt hier die eine. Dann Kabeln. So, und da wird schon grün da. Ah, ja, und jetzt fehlt das da natürlich das Betriebssystem. So, soll der mal starten? Ich schau mal schnell hier. Ist das der unterste? Ja. Ja, das lese ich jetzt nicht. Ich nehme mal an, das bleibt so bei dem. So, da draußen steht nichts mehr. Den können wir im Flur abstellen. Jawohl, der ist zufrieden. Sehr schön. So, bei dem müssen wir noch blaue Kabel und Tests machen. Was hat der? Der möchte Festplattenplatz aufrüsten. Da haben wir ein Netzteil, ein cooler Master 550 und eine GTX 960 von MSI. Also. Cooler Master, das da. Und Grafikkarte 960. So, war es die LE oder? Nee, normal. Die. Ah, haben wir sogar noch eine. Okay, Kunststoff-Blau-Kabel. Und wir haben erwähnt aber nichts von Ersatzteilen und so. Also können wir gut die da noch verbauen, glaube ich. Und denke ich. Also, weg mit der. So, der ist auf dem Weg, auf dem Weg. Grafikkarte ersetzen. Eine R9-380. Die da. Einmal in den Warenkorb. Jawohl, geht. 3D Mark erwähnt er hier auch noch. Und relativ schnell. Dann sind wir im Level aufgestiegen. Da kommt so einiges. Und der schreibt noch zum Neffen. Angesichts der tollen Arbeit, die du da geleistest, habe ich mich auch wieder ins Geschäft gestürzt. Hab hier in Marbella eine riesen Marktlücke aufgetan. Zu viel kann ich nicht verraten, aber so viel sei gesagt, die Sache ist Gold wert. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Barmittel, so in der Höhe von $5000, ja. Im Gegenzug würdest du 10% von Tims super scharfe Reparaturen von mir bekommen. Ich habe das Gefühl, das hast du dir verdient. Sag bald Bescheid. Alter, wie... Der lässt uns den Laden hier übernehmen, im Minus, irgendwie 200 im Minus oder so. Und jetzt bietet der für 5000 10% der Geschäfte an. Ah, toll. So, sorry. Neue Teile verfügbar. Würde mich interessieren, ob ich jetzt da draufklicken könnte. Das möglich wäre. Wir müssen Miete bezahlen heute, morgen. Wir haben da nicht Zeit.
Nein, ich habe die Bestellung nicht abgeschickt. Dümmer geht's nicht. Der hat mich verwirrt. Also, sofort. Ja, jetzt haben wir halt dafür mehr bezahlt. Echt blöd war. So, jetzt reißen wir hier mal alle Kabel raus. Und wahrscheinlich wird nicht jedes Kabel in Blau verfügbar sein. Aber einige. So, Kunststoff Blau schreiben sie jeweils. Dann nehmen wir die ummantelten. Die gefallen mir eigentlich fast am besten. So, da ist nicht möglich. Da aber zum Beispiel. Da auch. Ja, allgemein beim Netzteil ist es nicht möglich. So. Erst da die Abdeckung. Eigentlich zuerst einschalten, so. Dann macht er das schon währenddessen wir hier zumachen. Dann sollen wir hier ja noch den 3D-Mark-Test machen. Dann machen wir doch den. Kein Problem. So, einmal neu starten. Wir haben bald die 5 Sterne, also... Wir werden das auf jeden Fall nicht ans Max-Level schaffen in den etwa 20 Folgen. Aber die 5-Sterne-Bewertung, die habe ich da schon als Ziel. So, 500 GB aufrüsten. Ja, ne. Da oben hätte natürlich ein kleines Laufwerk Platz. Ach, ich gehe immer auf Speicher. Aber wir haben kein kleines Laufwerk. Ah, es sind aber mit Klappen. Ah. Okay. Das ist der 120er. So. Weg. So. Dann ist das auch schon geklärt. Das war Bruce. Ist gut, ich glaube da steht nicht wirklich mehr geschrieben. Jetzt bräuchten wir aber den Stick, weil da wird ja das Betriebssystem auch weg sein jetzt. Ja genau, da kommt nämlich gar nichts. So, jetzt muss er einmal starten und dann ist gut. Der da hat 3600 erreicht. Das sind wohl alle Aufgaben gewesen. Mal schauen, ob er die blauen Kabel erkannt hat. Boah, mit Handkuss. Kunststoff Blaukabel 3D Mark. Sehr schön. So, und den haben wir jetzt auch gerade. Genau, den schließen wir auch gerade ab. Nehme ich da den nächsten wieder mit. Jawohl, auch Top-Bewertung, super. So, wir haben jetzt einmal Grafikkarte ersetzen und Grafikkarte ersetzen. Zweimal hintereinander. Und einmal noch mit Netzteil. So, das war ja jetzt. Hier haben wir eine 960 4G. Das ist die hier. So. Dann das Kabel muss weg. Das muss weg. Ja, zu den Festplatten komme ich da leider so nicht hin. So, ja, denn das war das einzige Kabel, was da noch gefehlt hat.
Das habe ich eh geklickt. Ich dachte, vielleicht kann ich die Kamera so drehen. War leider nicht möglich. So, dann das verkaufen. Das wieder rein. Junker Simon. 3D Mark ausführen. Ne, das war nicht. Sorry, das ist ja gar nicht der da. So, 7 Tage, Kunststoff blau und MSI. Wir haben Kunststoff blau drin. Geht aber da leider nicht. Das Gemeine ist jetzt, ich weiß genau, wo man die Kunststoffblau-Kabel einsetzen kann. Nämlich genau die Kabel, die wir jetzt nicht ausgebaut haben. Da kann man die nämlich verwenden. Also das da oben müsste eines sein. Wenn man rankommt. Das da, genau. Dann Lüftung, hat hier keines. Das da. Ich weiß nicht, das glaube ich auch nicht. Und jetzt müsste noch irgendwo die Festplatte verbunden sein. So, erstmal die anderen verkabeln. Ah, da ist sie ja schon. Sorry, tut mir leid, aber da sind keine blauen Kabel möglich. Also, ich könnte jetzt natürlich ein vollmodulares Netzteil einbauen, ganz klar. Das könnte ich machen. Ah, nee. Na komm, den bauen wir später ein. So, einmal das installieren. Also das könnte ich natürlich einbauen, dann hätte ich blaue Kabel. Warum er die bei der Lüftung gerade nicht macht, das weiß ich selbst nicht. Das ist mir gerade selbst ein Rätsel. So, einmal ausschalten, dass ich hier den reinbauen kann. Jetzt kann ich schon wieder einschalten, das ist... So. Und dann können wir das 3D-Mark starten. Dann wichtig, den da reinsetzen. Sonst geht's wieder nicht. Und dann noch das. So, einmal ausführen. Nächster. Das ist der, der ein bisschen schmutzig ist. Genau. Ich habe gerade gedacht, hä, das passt gar nicht auf meinen. So, der sieht aber im blauen Case, sieht er sehr schön aus, muss ich sagen. So, und so langsam ist er auch gar nicht mehr so dreckig. Jawohl, sehr schön. Ja, der macht einen Eindruck. Grafikkarte ersetzen, das war die AMD. So, die geht weg. Und die bauen wir ein. Hat der auch noch spezielle Wünsche? Der ist kräftig. Ah, der möchte 3D Mark. Ja, bei dem steht gar nichts. Toll. Ah, toll. Hier hätte ich gar nicht das ausführen müssen. Ja, ist egal. So, er kommt einmal in den Flur. Und da kommt einmal der Stick rein. Man sollte vielleicht noch den Strom einschalten. Also Strom anschließen hier. So. Ah, da ist es, ja. Ich bin schon durch. Schon richtig durch. So. Die Folge ist auch gleich zu Ende. Wir schließen aber das noch ab.
das, was wir jetzt noch können. Und der einmal neu startet da. Bringt nicht viel. Kann ich hier schnell die Klappe montieren. So. Kann er das ausführen. Wir machen hier den Deckel zu. Mal schauen, wie viele Punkte wir vom anderen kriegen für keine blauen Kabel. Ja, 4 natürlich. Absolut zufrieden. Ja, dann ist ja gut. So. Der Onkel, den lassen wir da stehen. Was haben wir da? Das ist nur eine E-Mail, also weg. PSU und CPU ersetzen. Eine 400er. Und Ryzen 3. So, Ryzen 3 haben wir vielleicht noch. Occasion welche, also gebrauchte. Schnell schauen. Ne, ist ein Ryzen 5. Ist ein bisschen was anderes. So. habe ich gesagt. Ja, genau. Okay, annehmen, nicht vergessen. Der ist noch dran, komm. Nee, wir machen jetzt Ende. Ich muss mich dran gewöhnen. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Da schließen wir dann auch noch den ab. Bis dahin, tschüss.